Exakt 24 Tage nach dem letzten Saisonspiel zu Hause gegen Dornbirn bittet die SV Guntermatik Ried ihre Profis wieder zum Trainingsauftakt für die neue Spielzeit. Mit einem ganz klaren Ziel vor Augen. Das Ziel ist aufzusteigen, das ist auch klar formuliert, dessen sind sich alle bewusst. Das ist auch was, was wir uns ein Stück weit, denke ich, ja, auch im letzten Jahr schon erarbeitet haben, dass wir Standing haben, wo es uns auch alle zutrauen und wo wir es uns zutrauen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir wollen bei uns bleiben, wir wollen die bestmögliche Saison spielen, die für die SV Guntermatik Ried möglich ist. Und dann sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen. Das Ziel heißt also konkret Meistertitel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Kadermäßig sieht man sich dafür schon beim ersten Training gerüstet. Jetzt ist es so, dass wir wahrscheinlich nur dann reagieren werden oder noch wen dazuholen werden, wenn wir vorher wen abgeben. Vielleicht machen wir noch die ein oder andere Sache für den Trainingskader, aber mit einem Potenzialspieler, aber so für den Stand der Mannschaft. Müsste jetzt wer gehen, dass wir noch was machen. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil, dass wir jetzt relativ früh sehr weit sind. Auch der Coach ist mit seinem Personal soweit zufrieden, vor allem, dass viele Gesichter die gleichen geblieben sind. Ich glaube nicht, dass wir nochmal so einen Umbruch wie letzten Sommer uns leisten können. Und das war ja auch der Plan, deshalb auch dieser Zwei-Jahres-Plan, eine Mannschaft aufzubauen, jetzt nochmal punktuell zu verstärken. Also ich bin sehr zufrieden. Wir haben eine hervorragende Mannschaft, sowohl was die Qualität, die Breite betrifft und auch die Charaktere betrifft. Und dementsprechend freue ich mich, wenn wir so zusammenbleiben. Neuzugänge wie Martin Rasner von der Admira oder Salih Usané von den Würzburger Kickers müssen sich also zuerst einmal hineinkämpfen. Fix gesetzt ist dagegen Keeper und Neokapitän Andreas Leitner. Ich sage mal, Konkurrenz ist ein belebtes Geschäft, wie wir wissen. Also, und von dem her ist ein frisches Blut sicher immer gut. Und das war heute einfach zum Spüren. Wir sind heute gestern schon bei den ersten Leistungstests mit einer großen Euphorie selbst zu den Tests gekommen, die was nicht ganz angenehm sind. Aber heute hat man schon gesehen, riesen Spaß gehabt. Alle Jungs gleich direkt sofort auf Anschlag gewesen im Training. Und von dem her hat es schon richtig Spaß gemacht wieder. Der Fahrplan für 2024-25 steht auf jeden Fall. Nach zahlreichen Testpartien ist der erste Pflichtspielgegner im ÖFB-Cup der SC Rötis aus der Regionalliga West. Ja, natürlich ist von der Anreise vielleicht nicht ganz angenehm, aber das tut nichts zur Sache. Wir fahren da ganz klar hin, dass wir die erste Runde gleich Ausrufezeichen setzen, nach Vorarlberg fahren, einen ersten Sieg da gleich einfahren und dann werden wir so weitermarschieren. Gespielt wird zwischen 26. und 28. Juli. Eine Woche später ist dann Meisterschaftsstart in Liga 2. Hinter dem Auftaktgegner steht noch ein Fragezeichen.